Hallo, willkommen zu Extra Herz. Auf dem Menü heute Höhenflüge mit der AK Flieg, britischer Humor mit der FH Theatergruppe und fliegende Socken im Unisport. An insgesamt 10 deutschen Hochschulen gibt es akademische Fliegergruppen. Eine davon ist in Karlsruhe. Die AK Flieg sind ein Treffpunkt für alle leidenschaftlichen Segelflieger. Wir haben die tollkühnen Damen und Herren einen Tag lang begleitet und hoffen jetzt mal, dass sie trotz der Widrigkeiten abheben werden. Samstagmorgen, 8 Uhr. Über dem AK-Flieg-Gebäude in der Westhochschule zeigt sich der Himmel von seiner grauen Seite. Maria ist heute als Erste zur Stelle. Bei dem Wetter fragen wir uns natürlich, ob wir überhaupt fliegen werden. Thermik und Segelfliegen, hängt das nicht irgendwie zusammen? Wenn man lange oben bleiben will, ja. Das werden wir heute nicht können, das ist klar. Das klappt nicht, aber ein bisschen fliegen kann man. Maria studiert Physik und macht seit 7 Semestern bei allen Aktivitäten der AK-Flieg mit. Auch beim Flugzeugbau, der hier in den 2 großen Werkstatthallen stattfindet. In der Zwischenzeit wird draußen das Nötigste zum Fliegen zusammengepackt. Wir haben unsere Fallschirme dabei, Batterien, eine Bodenfunke, das brauchen wir zum Fliegen. Wir haben die Bordpapiere und was zu trinken und einen kleinen Werkzeugkasten. Und jetzt geht's los. Eine halbe Stunde später, wir erreichen den Flughafen. Das Wetter scheint zu halten. Aber vor dem Abheben muss das Flugzeug erst einmal zusammengebaut werden. Heute ist Interessentenfliegen. Da darf jeder eine kleine Runde drehen und einen Tag lang Flughafenluft schnuppern. Schon beim Aufbau wird klar, Segelfliegen ist ein Teamsport. Also wenn man einfach nur kommen will, ins Flugzeug einsteigen, kurz fliegen, dann wieder gehen, so geht Segelfliegen nicht, aber auch in keinem Verein. Als nächstes der Sicherheitscheck. Ein im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtiger Schritt. Die meisten Unfälle beim Segelfliegen passieren durch die Nachlässigkeit der Piloten. Bei der Gelegenheit bekommen die Anwärter auch gleich ein paar Insider-Tipps mit auf den Weg. Nicht so beim Höhenleitwerk und hinten rumturnen, während der sich vorne fertig macht, ja. Es gibt dann so Leute, die laufen nochmal vorbei, klopfen nochmal rauf, oh, viel Spaß. Ja, und also ich kann das nicht leiden, weil das ist schon wichtig, da hinten die ganzen Ruder. Und dann will ich auch nicht, dass da einer dran rummacht. Ich gucke mir das an, ob alles stimmt, setze mich rein und fliege dann los. Der erste Passagier. Heute werden die Flüge nur etwa 5 Minuten dauern. So kommt jeder mal ran. Beim richtigen Wetter kann man auch schon mal mehrere Stunden fliegen. Auf der anderen Seite vom Flugplatz steht der Windenfahrer. Mit einem Drahtseil und den Pferdestärken eines LKW-Motors wird er die Segelflieger in 500 Meter Höhe ziehen. Er steht in permanentem Funkkontakt zum Startplatz. Fertig. Wie ein Spielzeugflieger schnellt das Segelflugzeug in die Höhe. Oben wird man in seinen Sitz gedrückt und schlagartig an den Inhalt seines Magens erinnert. Bis zu dem Moment, wo das Schleppseil sich ausklingt. Von da an gleitet man friedlich und fast lautlos durch die Luft und kann die Aussicht genießen. Bei diesem Wetter ist der Flug dann natürlich recht schnell vorbei. Die anderen sind schon auf dem Weg, um das Flugzeug wieder zurückzuschieben. So wird es einem wenigstens nicht kalt. Abends, nach einem langen Flugtag, wird dann noch in der Werkstatt gearbeitet. Ein AK-Flieger sollte nicht nur Begeisterung für das Segelfliegen mitbringen, sondern auch eine gehörige Portion technisches Know-how. Die AK-Flieger bauen ihre Flugzeuge nicht nur nach. Jedes Modell enthält auch immer eine technische Neuerung. Richard bringt gerade noch einige Verbesserungen an der AK-8 an, die vergangenen August zum ersten Mal geflogen ist. Also das hat jetzt etwa 13 Jahre gebraucht, von der Anfang der Planung bis zur Fertigstellung. Und da ist halt die Schwierigkeit, das Know-how an die nächste Generation weiterzugeben und dann den Entstehungsprozess praktisch, dass der sich da ziemlich in die Länge zieht dabei. In den meisten Fällen wird man also als Student nur an einer Entwicklungsstufe des Flugzeugs mitwirken können. Wer aktives Mitglied werden möchte, der muss einiges dafür tun. 300 Stunden im Jahr muss man sich in der AK-Flieg einbringen. Dafür bekommt man auch die Ausbildung zum Segelflugschein. Mitglied bei der AK-Flieg zu sein, hat häufig weitreichende Konsequenzen. Das Witzige ist halt, dass die Leute, die in den AK-Fliegs waren, überall zu finden sind, die in den großen Flugzeugfabriken oder Segelflugzeugherstellern und so weiter. Also die behalten ihre Begeisterung bei am Flugzeug selber und sind dann oftmals auch in diesem Bereich zu finden. Also, Flieger ist man ganz oder gar nicht. Und die 300 Stunden im Jahr, die nimmt man für dieses Gefühl gerne in Kauf.
Sein oder nicht sein? Genau diese Frage stellt sich Sir George Middlesom nicht mehr. Er ist hochverschuldet und für ihn ist klar, er will seinem Leben ein Ende setzen. Aber wenn das mal so einfach wäre, wie er es anstellt oder es zumindest versucht, das wird uns kommenden Donnerstag die Theatergruppe der FH Karlsruhe verraten. Auf dem Programm steht das Stück Bubblegum und Brillanten. Alastadun Mimikri Piadodos Guandi. Cool. Kitty. Schon gut. Bubblegum und Brillanten ist eine Komödie mit englischem Stil, mit viel schwarzem Humor, ein bisschen Krimi und spuken tut's natürlich auch. Ich bin Lady Martha, ich gehöre dem Adel an. Ich lasse mich nicht mit dem Bürgertum ein, denn das unterminiert die Moral des Adels. Ich plane außerdem eine Reihe erotischer Romane. Ich spiele Mortimer, den Butler des Hauses Eastermoor. Mortimer ist jedoch keineswegs so unterwürfig, wie man das von einem typisch britischen Butler erwarten mag. Denn im Laufe des Stücks erweist er sich als ziemlich gewitztes Kerlchen mit sehr vielseitigen Talenten. Ich bin Sir George. Ich habe mein ganzes Vermögen verloren und suche deswegen den letzten Ausweg. Ich bin Lady Anne. Ich begleite meinen Mann bis zum bitteren Ende. Lieber tot als Witwe. George, bitte beeile dich. Es ist sehr unbequem, so zu stehen. Also gut. 3, 2, 1. Früher wurden die Karlsruher mal Gelbfüßler genannt. Genau das hat eine Gruppe von Trampolinspringern an der Uni wörtlich genommen. Wir haben sie getroffen und uns bei der Gelegenheit ihre Fußbekleidung mal etwas genauer angesehen. Diese Socken sind nicht zum Warmhalten gedacht, sie sind das Markenzeichen von Stefanie Schwander und ihrer Trampolingruppe. Seinen Ursprung hat das Trampolinspringen in den USA. Anfangs diente es ausschließlich zur Unterhaltung. Die Luftakrobaten der Uni bereiten sich zurzeit auf einen Wettkampf im Synchronspringen vor. Beim Synchronspringen ist besonders wichtig, dass man zusammen eben im Tuch ist, dass die Sprünge eben gleich ausgeführt werden, dass der eine nicht höher ist als der andere. Und dass die Sprünge eben auch, zum Beispiel, wenn man jetzt gehockt irgendwas macht, dass der andere da nicht gebückt oder sowas macht, dass die Sprünge wirklich gleich sind. Das ist eben die Schwierigkeit. Das Synchronspringen verlangt besondere Konzentration, denn absprechen kann man sich dabei nicht. Man hört es. Die Geräte stehen ja so nebeneinander und auch nicht weit voneinander entfernt und dann hört man das. Es ist ja auch beim Wettkampf total still. Es springen nur zwei. Und dann siehst du es aus dem Augenwinkel und du hörst es, wenn derjenige im Tuch ist. Und dann wird eben eingezählt und dann sollten beide gleichzeitig anfangen. Trainiert wird 2 bis 3 Mal in der Woche. Besonders wichtig ist es, den Schülern ein Grundgefühl für das Netz zu vermitteln. Aufmerksamkeit und sicheres Auftreten der Trainer sind dabei gefordert. Man muss ja auch Hilfestellung leisten, also gerade wenn jemand anfängt mit Salto, muss man ja dastehen und denjenigen halten. Und das muss halt auch klappen, weil wenn der Sprung irgendwie schief geht, muss man gucken, dass man denjenigen wieder auf die Füße kriegt. Deswegen muss man halt schon eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Dass kein Trampolinprofi vom Himmel fällt, ist klar. Mit etwas Geduld und Mut hat man aber gute Chancen, das Fliegen durch die Lüfte schnell zu lernen. Für Angsthasen ist Trampolinspringen allerdings nichts. Ja, so ein bisschen Adrenalinkick kriegt man natürlich auch, wenn man dann Doppelsalto macht oder sowas. Oder wenn man Sprünge in der Longe macht, das ist eigentlich die Höhe. Das macht es eigentlich aus. Was die Gelbfüßler drauf haben, werden sie bei den Süddeutschen Hochschulmeisterschaften im Synchronspringen zeigen. Die finden am 13. Dezember in Braunschweig statt und wir drücken natürlich die Daumen. So, nach all den Höhenflügen und Luftsprüngen landen wir jetzt wieder ganz sanft auf dem Boden. Das war Extraherz für diese Woche. Falls ihr euch manche Sachen nochmal etwas genauer anschauen wollt, dann könnt ihr das im Internet tun. Da gibt's alles, was hier je gelaufen ist, frei Haus und zu jeder Zeit abrufbar. Schönen Nikolaus noch und bis zur nächsten Woche. Tschüss.